So, also das Erste, was wir machen, speichern. Ich bin nämlich froh, beim letzten Mal haben wir dann, ja, das Mega Man Level geschafft. Jetzt müssen wir aber zu Roll und ich glaube, das Level ist weiter schwieriger, ganz ehrlich. Also, ja, ihr seht das schon, das ist alles ganz abgedreht und abgefuckt hier, ja. Finde ich alles gar nicht so einfach. Naja, ich komme gar nicht hoch. Das hat nicht geholfen. Ach, okay. Gut, die verschwindende Plattform kommt hier. Also es wird sehr, sehr schwer werden. Sehr, sehr schwer. Was ist, wenn ich Doppeltappe? Passiert da irgendwas? Nee. Tut's nicht. Wow, cool. Schöner Start. Okay, ja, wir haben noch genug Leben, also. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin, hoffe ich. Ja, mir macht das ja Sorgen, dass hier so ein Mini-Yellow Devil durch die Gegend liegt. Ich hoffe, das ist kein Anzeichen dafür, dass wir am Ende gegen einen Yellow Devil kämpfen müssen. Oh, ich finde das schon so furchtbar gerade. Und ist natürlich wieder alles pink, ne? Also, das ist ja auch scheinbar Dr. Wilys Lieblingsfarbe. Sag mal! Was ist jetzt los hier? Ah. Durchatmen. Ich krieg das schon hin. Irgendwie. In ein paar hundert Jahren. Im Notfall hole ich meine Blase raus. Wo ist sie? Da. Na, weißt du was? Ich fliege mit der Blase durch die Gegend. Das ist immer die beste Variante, hier nicht getroffen zu werden. Dann geht's mir gut. Ja. Ah, ich sag doch, also. Blase ist wirklich die nützlichste Waffe in dem ganzen Spiel. Und jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja. Oh. Und jetzt geht's los. Und dann werde ich noch verfolgt von meinem Schatten hier, also. Oh, wie war denn das jetzt hier? Oh. Ja, guck dir das doch mal an. Ist doch furchtbar, oder? So. So. Ich weiß nicht, wie man an das Leben daran kommen soll. Keine Ahnung. Gut, ich weiß nur, dass es hier gefährlich wird. So, zack. Bum, bum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier muss ich schießen. Meine Blase ist übrigens jetzt gleich leer, ne? Okay, die kam wieder zurück. Ey, das ist. Also wirklich, hier hat man sich aber auch ganz schön. Also, ja, der Entwickler sich wirklich. Der ganze Sadismus, glaube ich, ausgelebt, ne? Das ist schon. Echt heftig. Ne, guckt euch das doch mal an. Also. Tja, nun. Oh Gott! Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Also, ja gut, er trifft mich trotzdem. Warum nicht? Oh, ey, der ist genauso nervig wie sein großer. Ja, wie sein großes Pardon. Naja. Nervt mich doch nicht damit, ey. Nee. Alter, das ist so schwer, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist. Also wirklich, das Mehrman-Level, das war. Das war. Ja. Spaziergang im Park dagegen. Ich sag's euch. Ja, kannst du vergessen. Das ist schon. Eieiei. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin völlig.
Ja, ich bin völlig schockiert, wie schwer das hier ist. Aber ja, wir kriegen das schon auch hin. Wir ignorieren einfach den Yellow Devil. Ignorieren können wir ganz gut. So. Genau, einfach durch da. So. Das Problem ist, dass die Stacheln auch immer so einen kleinen Anlauf brauchen. Und das jetzt macht mich super nervös, ne? Also, naja. Wir machen das nochmal. Wir müssen es nochmal machen, ne? Na, jetzt bin ich schon so ein bisschen motiviert. Also, es wäre schön, wenn ich mal irgendwie an meinen... Hat der sich gerade aktiviert hier? Okay, komisch. Das aktiviert sie, nachdem ich das Item bekommen habe. Das ist ja relativ wenig eigentlich, ne? So, jetzt habe ich wieder meine Blase aktivieren. Das ist das Typische halt, ne? Ja. Ah. Geh weg jetzt hier. Ah ja. Ivy ist wahrscheinlich wieder nur Gewohnheitssache. Wenn man es erstmal ein paar Mal gespielt hat, dann hat man den Dreh auch raus, ne? Aber ich bin irgendwie fest davon überzeugt, dass hier ein Yellow Devil kommen wird. Also, oder ein Black Devil oder weiß ich nicht, ein karierter Devil, irgendwas. Irgendein Devil wird schon kommen. Ja, wie komme ich da ran? Soll ich da einen Marienkäfer? Kommt der da ran oder? Das wird auch nichts. So, kleinen Moment. So, weiter geht's. Ja, aus dem Menü raus. Wie gut, dass ich nochmal reagiert habe. Ich stand jetzt gerade sehr ungünstig. So, also drauf springen bitte. Zack. Jetzt hier abwarten. Jetzt mal ehrlich, wie komme ich da hin? Warte mal, ich will an das Leben kommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie ich da hinkomme, oder? Das ist hier. Naja, so nicht. Hä, ich müsste doch eigentlich irgendwie von links da reinspringen oder so. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Lass mich doch. Lass mich doch alle in Ruhe. Wirklich. Eieiei. Also hier, das ist wirklich absolutes Gravitationschaos. Das ist, als ob man irgendwie Gravity Man Stage nochmal irgendwie, weiß ich nicht. Gravity Man Stage auf Drogen. Das ist das ja, wirklich. Weil ist ja auch ein cooles Gimmick, aber meine Fresse. Ist das schwer hier. Einfach durch, einfach alles ignorieren. Besiegen, ganz klar. Und zack. Und durch der. Da, wie man ins Leben kommt. Ich will so gar nicht wissen, eigentlich. Überall sind Fallen oder Gegner. Und da ich wieder zu spät. Oh, reagiert. Ihr habt keine Ahnung, wie. Jetzt kann ich mich hier oben bringen. Jetzt ist auch ja. Also. Ich weiß, das ist jetzt nicht sehr motivierend, aber was soll ich machen? Ich habe schon so viele Leben verbraten. Ja, man ist ja wenigstens so nett und gibt uns am Anfang des Levels noch ein extra Leben dazu, aber das reicht hier nicht aus. So, jetzt kommt meine Katze an. Guten Tag. Ah, oh, setz dich direkt vom Monitor, ist okay. Kein Problem. Also... Ist ja nicht so, dass ich nicht schon, dass es nicht schon schwer genug ist, jetzt sitzt du auch davor. Aber kriegen wir auch so hin. Hoffentlich, ne, siehste. Und die dazu. So, jetzt nämlich auf meinen Aufnahmebildschirm, oder auf meinen OBS-Bildschirm zu schauen. Bisschen irritierend, aber... Ja, ist gut, jetzt quält mich mal nicht alle. Ja. Alter, Mensch. Lasst mich alle in Ruhe. Wirklich.
So. Ich weiß nicht, ob du schaust, jetzt meine ganzen Dinger zu verbraten, aber ich dachte, wir lassen mal wenigstens das fallen, aber nein. Ach, na gut. Das war's. Auch hier jetzt. Ich meine, ich bin schon mal fast tot, ja. Okay, Concentration. Zack, durch da. Oh, ich hasse diese Teile. Man darf da wirklich keine halbe Sekunde draufstehen bleiben. Das ist... Man wird sofort aufgespießt. Also... Ich kann noch die 20 Sachen gleichzeitig machen. Ich muss darauf aufpassen, dass ich da nicht aufgespießt werde und dann noch dem Gegner da ausweichen, der seine ganzen Projektile in alle Richtungen schießt. Das ist halt auch wieder so völlig ungünstig. Also das Level ist definitiv schwerer als das andere. Also das von Mega Man war dagegen wirklich Spaziergang im Park. Also Spaziergang im Park ist vielleicht auch ein bisschen untertrieben, oder? Das war auch schwer, ne? Aber nicht so schwer. Nein, wirklich. So, wir kriegen das aber hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Also, ich bin motiviert. Ich will es ja auch schaffen. So ist es nicht. Und ich muss auch schnell gehen. Also zack, runter da. Und rein da. So. Boah, das ist aber auch... Ja, man hat eigentlich irgendwie immer so schnell das Gefühl, da drauf zu springen, weil er so nah an den Stacheln ist, aber... Ja, es funktioniert ja. Ja, hoch, Leben. Juhu. Es gibt noch Chancen hier. Nee, ich werde jetzt meine Blase aktivieren. Kannst du wissen. Die Stelle ist zum Kotzen. Die ist wirklich richtig schlimm. Also, weil selbst eine Blase habe ich nicht geschafft, ne? Selbst damit... Ja. Meine Katze macht es natürlich wieder auf meinem Mauspad bequem, ja. Gönn dir, ne? Also. So, das war's. Scheiße. Ich würde gerne mal wieder meine Blase aufladen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe leider nichts dahingehend. So. Gut. Gut, gut, gut. Oh, das ist alles Konzentration pur. Oh, das ist... Wirklich, das darfst du keinen Fehler machen. Also ein Fehler und du bist wirklich... Du bist Geschichte, das war's. Ja. So, und nun? Okay, okay. So, jetzt lass mal endlich mal wieder ein bisschen was hier zum Waffenaufladen fallen. Das wäre ganz nett. Ich möchte wieder meine Blase aktivieren, sonst fühle ich mich hier nicht wohl. Oh, das ist... Also ich komme gerade echt an meine Grenzen, ich merke das, ne? Das ist... Boah. Heftig ist das alles. Einfach nur heftig. Nervt mich da auch mit seinem Projektil. Irgendwas muss mich immer treffen, ne? Also. Es gibt ja einfach mal eine Stelle, wo ich einfach mal ganz bequem durchkomme. Das geht nicht. Das ist nicht mit im. Steht nicht mit im Vertrag hier, ne? Oh, 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 das war sehr knapp. Und warum lande ich denn in dieser Scheißstachel? Oh! Jesus Christus, ey. Das ist echt, also, absolut heftig. Naja, wie gesagt, ne, Motivation bleibt da irgendwo, hoffe ich.
Ihr seht ja, was hier alles abgeht, ne? Das ist halt auch so. Ist auch so scheiße platziert da. Also das ist... Da kannst du nur Schaden bekommen, oder? Geht ja gar nicht anders. So. Gut, die hat mich jetzt nicht getroffen, das ist gut. Und den halt gleich ausschalten, der nervt mich. Der muss da nicht sein. Keine Ahnung, wie man da oben reinkommen soll. Also das ist... Also höchstens, wenn man den Block da hinten... Ach, den kann man da treffen. Okay. Na, warte mal, jetzt weiß ich es ja. Warte. Trotzdem, ey, das ist auch so... Weil ziemlich knapp war das gerade, ne? Hätte auch Cheat gehen können, aber die Leben brauche ich, wie gesagt. Das ist... Außer Frage. So. Ich glaube, wenn ich das geschafft habe, dann kann mich kein Megaman-Spiel mehr aufhalten, oder? Also das ist... Das war wirklich also schwerer als das geht gar nicht, glaube ich. Okay, jetzt gerade habe ich einen guten Lauf, aber ich sollte es nicht beschwören, weil dann... Funktioniert es gleich wieder nicht, ne? Jetzt! Yes. Das war furchtbar! Oh! Natürlich falle ich wieder in die Stachel rein. Die Musik ist zumindest ziemlich geil. Wenn auch alles hier frustrierend und schwer ist. Die Musik, die fetzt. Ja, die Level-Idee ist ja auch gut, so ist nicht, ne? Aber es ist halt viel zu schwer. Das ist gerade echt so ein. Das ist gerade echt so ein Schwierigkeitsgrad, der ist bei mir sowas von hart an der Grenze, dass es schon was weh tut hier. Hm. Oh! Wer hat das überlebt? Das vom Timing her nicht hin. Also das ist wirklich ein perfektes Timing, was ich hier durchsetzen muss. Das ist unfassbar. Wer hat denn solche unmenschlichen Reflexe hier? Das ist ja... Naja. Also wirklich, muss alles stimmen, ihr seht das, ne? So. Aber wenn ich jetzt hier sterben sollte, dann werde ich auf jeden Fall das so machen, dass ich... Ja, wieder den Teil überspringe. Also den Teil, wo ich hier, ne, also bis zu der Stelle komme, wo wir bereits waren. Also weil, ihr müsst euch das 20 Mal jetzt angucken, ne. Klar, solltet ihr mit mir leiden, das gehört auch sehr zu, ja, ne, aber, ja. Die Stelle ist unschaffbar. Ja, die ist unschaffbar ohne Blase. Wohlgemerkt. Da muss ich die Blase aktivieren, anders geht's gar nicht. Ich kann den Lutscher doch gar nicht ausweichen hier, ne? Naja. Das war eher schlecht als recht. Aber die Musik, wie gesagt, ist schon nice. Also, vom Leveldesign her ist das schon top-notch, ne? Aber es ist halt einfach nur sackschwer. Alles Übungssache, ja, so. Elegant fallen, ja. Leben habe ich noch? Ah ja, zwei. Wenn jetzt der Endgegner käme, würde ich mich nicht vorbereitet fühlen. So, Blase. Blase. Oh Gott. Na, guckt euch das doch mal an. Was ist das? Thank you.
Was passiert jetzt hier unten? Oh! Oh ja, ja, Skullman! Mein Boyfriend hier. Komm, los, weiter. Ich bleib bei dir. Hey, sag, ich bleib bei dir. Naja. Ich trau mich nicht darunter. So, da muss ich ein bisschen mit aufräumen. Also, so praktisch war das jetzt nicht gerade. Okay, aber ich danke dir trotzdem. Du warst da. Das ist die Hauptsache. Ich werde nicht so demotiviert klingen, ne? Also, du hast Sachen gemacht, ja. Oh, jetzt kommt noch Gravitation dazu. Gut. Aber wisst ihr was, für die Folge lass uns mal sein. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Und dann gucken wir mal, was das Level noch so alles für uns parat hat, ne? Bis dahin.